Action. Also, machen wir zunächst eine richtige Tabelle draus. Dazu markieren Sie sich hier. Bitte? Hier oben die Überschrift, ne? Achso, die Universitäten, stimmt. Danke. Die habe ich hier rausgehauen. Die ist ein bisschen zu viel. Also, und machen wir noch vielleicht die Überschrift. Ne, lassen wir die mal weg, das ist ganz bewusst. Also, wir markieren uns hier die Datensätze. Nur die Daten. Gehen dann auf Einfügen und wählen hier Tabelle aus. Also, wir sagen, markieren vorher das, was zu einer Tabelle, in der Tabelle konvertiert werden soll oder als Tabelle betrachtet werden soll. Gehen jetzt hier auf Tabelle und jetzt fragt er uns, hat die Tabelle bereits Überschriften? Nein. Also brauchen wir das nicht anhaken. Wir sehen nochmal hier diesen Bereich, den tut er jetzt so umrahmen, um uns nochmal, können das nochmal kontrollieren, falls wir irgendwas falsch ausgewählt haben, könnten wir jetzt das Ganze nochmal neu auswählen oder korrigieren. Und jetzt gehe ich hier auf OK und jetzt bekomme ich hier meine echte Tabelle. Die erkenne ich daran, dass wenn ich jetzt hier reinklicke, erscheint hier oben so eine neue Registerkarte. Und ich habe hier dann so verschiedenste Befehle, die halt zu dieser Funktionalität Tabelle dazugehören. Zum Beispiel kann ich jetzt hier auswählen verschiedene Layouts. Man kann sich auch eigene anlegen. Ich nehme mal dieses hier von mit dem FH aus, mit dem FH Corporate Design. Ja, man kann noch Pivot-Tabellen sofort von hier aus starten und all solche Geschichten. Ja, also gerade wenn es um Pivot-Tabellen geht, sind das schöne Ausgangstabellen, weil es eben wirklich richtige Tabellen sind. Und so weiter. Wir werden noch ein paar andere Sachen noch finden in der Folge dieser Veranstaltung. Wichtig ist vielleicht hier nochmal, Sie können ja auch einen Namen vergeben, gerade wenn Sie jetzt später mehrere Tabellen in Ihrem Dokument verwenden, dann kann man, macht es Sinn, die dann noch eindeutig zu benennen, um die dann einfacher ansprechen zu können. Ja, jetzt ist erstmal nur die Farbe für uns interessant gewesen. Jetzt beginne ich noch hier die Tabellenköpfe zu beschriften. Wichtig ist, der Tabellenkopf muss immer eine Überschrift haben, deswegen hat er mir jetzt hier einfach Spalte 1, Spalte 2 eingetragen. Das kann ich jetzt noch etwas schöner beinhalten, den ich einfach schreibe. Das war der Name. Also hier Name. Hier kommt jetzt rein Einrichtung, glaube ich. Und jetzt klicke ich mal daneben und gebe jetzt hier einen Vorname. Und Sie sehen, wenn ich jetzt auf Enter gehe, macht mir automatisch Spalte dazu. Dann Nachname. Was gebe ich hier noch ein? Stadt. Und dann kann ich noch eingeben Unityp. Wobei Stadt, ja. Unityp. Oder Hochschule habe ich da gehabt. Okay, danke, ja. Hochschule. So. Also Sie merken, wenn Sie jetzt so eine Tabelle schon mal angelegt haben und Sie tun daneben weiterschreiben, dann macht er gleich automatisch eine neue Spalte hinzu. So, und nun kommen wir zu dem Thema, wie kann ich jetzt hier mir den Vornamen rausholen aus dem Text. Und dazu gibt es hier in Excel unter Formeln so diverse Funktionen. Unter anderem finden Sie hier die Textfunktionen. Textfunktion bedeutet, das sind halt Funktionen, deren Ausgangsdaten bzw. mit der man Texte am besten verarbeiten kann. Ja, und wenn Sie mal so reinschauen hier in die Vorschau, dann gibt es hier zum Beispiel Ersetzen, damit kann man wahrscheinlich ein Zeichen ersetzen in dem Text. Dann gibt es hier Groß- und Kleinschreibung. Mit Identisch können Sie wahrscheinlich Texte überprüfen und so weiter. Klein macht es klein, mit Länge können Sie Länge eines Textes feststellen, etc. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Vornamen rausholen möchte aus diesem Gesamttext, was glauben Sie, welche Funktion könnte das sein? Wenn Sie mal so drüber fahren, dann kriegen Sie auch so ein kurzes Hinweisschild. Hat jemand eine Idee? Vorschläge? Wie gesagt, Sie können auch falsch liegen, ist egal. Also ich nehme mal die Funktion links, klicke jetzt hier oben rein, gehe jetzt hier auf die Funktion links. Jetzt geht mir der Assistent auf, der Funktionsassistent. Und Sie sehen hier im Assistenten zwei Eingabefelder. Der Funktion links müssen Sie sagen, von welchem Text wollen Sie jetzt sich die ersten Zeichen holen. Und dann klicke ich hier oben rein und Sie sehen auch, dieser Parameter ist fett, das heißt, den müssen Sie der Funktion bekannt geben. Wenn Sie das der Funktion hier sagen, kann die nicht arbeiten. Der weitere Parameter, der ist nicht fett, das heißt, der ist optional. Wenn Sie den auslassen, dann gibt es irgendeinen Vorgabewert. Nehmen wir erstmal den ersten, also der ist wichtig, und jetzt klicke ich hier rein, hier drüben. Und achten Sie dabei, dass Sie in derselben Zeile bleiben.
Ja, das ist jetzt nicht meinetwegen hier drinnen gerade die Funktion eingeben und dann hier unten hinklicken. Ja, dann haut das nicht mehr zusammen. Also ich gehe jetzt hier in derselben, bleibe in derselben Zeile und Zeile 5 und klicke jetzt hier oben rein und sage jetzt der Funktion, nimm mir bitte aus der Zeile Name diesen Text. Und jetzt nimmt er mir im Prinzip hier das erste Zeichen, weil ich hier unten nichts eingegeben habe, das ist das F. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt hier unten eine Zahl eingebe, zum Beispiel 2, dann bekomme ich halt zwei Zeichen von links. Wenn ich jetzt zum Beispiel 8 eingebe, dann bekomme ich den gesamten Vornamen. Im Übrigen haben Sie hier nochmal eine kurze Erläuterung ja, zu der Funktion selber. Wenn Sie hier reinklicken, erklärt er Ihnen hier den Parameter. Das ist der Parameter Text. Das ist der Parameter Anzahl der Zeichen. Wichtig ist, er benötigt hier einen Text. Gut, Sie könnten ihm auch eine Zahl geben, dann tut er die Zahl als Text interpretieren. Und hier benötigt er allerdings eine Zahl. Ja, wenn Sie hier zum Beispiel einen Text reinschreiben würden, ich mache mal meinen Blödsinn hier 8, das versteht er nie. Ja, das muss wirklich als Zahl eingegeben werden, nur sowas kann er interpretieren. Ja, wenn Sie nicht klarkommen, dann können Sie hier auch auf die Hilfe gehen, die in der Regel bisher noch nie funktioniert hat. Wenn Sie mal draufklicken, weil ich habe ich jetzt bei diesem Jahrgang mal Glück. Ah, cool, ja, haben Sie Schwein, bei Ihnen geht es jetzt hier, da klappt das. Dann haben Sie hier nochmal die ausführliche Hilfe zu dieser Funktion. Ja, und hier haben Sie noch eine Vorschau zum Formelergebnis. Und mein Tipp ist, verlassen Sie den Funktionsassistenten nur dann, wenn hier das Vorschauergebnis stimmt. In dem Fall stimmt es, gehe ich auf OK. Glauben Sie, dass es die Lösung ist? Bevor ich jetzt auf OK gehe, ist natürlich die Lösung für die Zeile 5, aber glauben Sie, dass man damit jetzt die gesamte Tabelle gelöst hat? Ja, warum nicht? Genau, ja, das variiert natürlich. Ne? Das haben wir jetzt 8. Das wird also nur funktionieren, wenn der Vorname zufällig 8 Buchstaben hat. Wenn er mehr oder weniger hat, dann klappt das nicht. Machen wir, treten wir den Beweis an, gehen ja auf OK. Aha, jetzt haben wir noch einen schönen Vorführeffekt. Warum funktioniert das nicht? Und das ist immer, hat jemand eine Idee? Warum man jetzt auf einmal die Funktion jetzt hier anzeigt wie ein Text und nicht ausführt? Richtig, die Formatierung. Wenn ich immer reinklicke und jetzt auf Start gehe, ist hier, weil ich vorhin gesagt habe, wo ich das getrennt habe, habe ich gesagt, bitte interpretiere jetzt diese Daten als Text. Deswegen hat das Ganze als Text formatiert. Und immer wenn Sie das als Text formatieren, dann können Sie da reinschreiben, was Sie wollen. Excel rechnet nichts, weil das als Text interpretiert. Was muss ich machen? Einfach hier diesen Bereich nochmal markieren und zumindest auf Standard setzen. Erstmal. Jetzt nochmal da hinten reinklicken und auf Enter gehen und er rechnet das Ganze auch aus. Ja, und jetzt sehen wir genau das, was Sie gesagt haben. Wir haben jetzt das Problem, dass es genau nur dann funktioniert, wenn jetzt zufällig der Name 8 oder 9. Warum 9? Bei 9 ist es auch okay. Zumindest sieht es okay aus, weil es Leerzeichen, das sehe ich halt nie. Ja, also bei 8 oder 9 wird es funktionieren. Bei allen anderen funktioniert es nicht. Ja, was können wir jetzt machen? Jemand eine Idee. Gehen mal in den Assistenten rein. Übrigens, wenn Sie an der Funktion weiterbauen wollen, klicken Sie einfach hier oben in das Bearbeitungsfeld, dann gehen Sie hier auf den Assistenten, das ist F von X, und dann geht der Assistent wieder auf. Und Sie können jetzt hier rumspielen. Also, dass wir jetzt hier die 8 einfach so fest reinkodieren, also als Konstante eingeben, ist ein Problem. Die 8 ist ja eigentlich variabel. Und von was ist die 8 abhängig? Wie ergibt sich die 8? Oder was stellt die 8 im Prinzip dar? Die Anzahl der Buchstaben. Ja, aber wie ist das getrennt? Was hat man vorhin gehabt? Mit Leerzeichen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur nach der Position des Leerzeichens suchen und dann haben wir quasi die Anzahl der Buchstaben minus 1. Wie kriegt man das? Sie hatten das vorhin schon genannt, eine Funktion, die das macht. Das ist die Funktion finden oder suchen. Ja, das heißt, ich rufe jetzt hier einfach eine andere Funktion auf, die mir nach dem Leerzeichen sucht und mit die kann ich dann im Prinzip, deren Rückgabewert kann ich dann quasi hier als Eingabewert dieser Funktion verwenden. Ja, wie geht das? Ich lösche die 8 einfach raus. Und wenn ich jetzt eine weitere Funktion hier verwenden will, könnte ich sie jetzt einfach reinschreiben, wenn ich weiß, wie man sie schreibt. Oder ich bleibe hier in meinem Parameter, gehe dann hier drüben rein, dann zeigt er mir jetzt hier die zuletzt verwendeten Funktionen an. Wenn die dabei ist, super. Wenn nicht, gehe ich hier auf weitere Funktionen, wähle hier auch die Kategorie aus Text und suche jetzt hier eine Funktion, zum Beispiel finden. Dann sehe ich hier unten die Vorschau. Hier sehen Sie quasi die
Funktion wieder aufgebaut ist. Die heißt also finden und in Klammern steht jetzt hier der Suchtext. Also das nach, was Sie suchen wollen, wo Sie es suchen wollen und wo Sie anfangen wollen zu suchen. Hier eine kurze Erläuterung dazu. Und wenn das passt, gehe ich auf OK. Jetzt achten wir wieder auf den Assistenten, was jetzt passiert. Jetzt geht der Assistent auf für die Funktion finden. Also Sie sehen, er hat jetzt hier reingeschrieben in meine andere Funktion. Wenn ich jetzt in die hier oben auf links wieder klicke, bin ich in der Funktion links wieder drin. Klicke ich auf finden, bin ich in der Funktion finden drin. Ich muss zunächst die Funktion finden quasi erstmal zum Funktionieren bringen, weil die ja im Prinzip den Rückgabewert liefert, damit die Funktion links arbeiten kann. Das ist quasi so eine innere Funktion. Die muss ich zuerst zum Laufen bringen und danach kann ich mich der äußeren widmen. Also gehe ich jetzt hier rein und gebe jetzt hier an den Suchtext. Sie sehen, das ist fett, das muss ich ihm sagen. Nach was suche ich? Nach einem Leerzeichen. Das können Sie entweder mit dem Anführungsstrichen, Leerzeichen und wieder Anführungsstrichen eingeben oder die Quick and Dirty Variante ist einfach, oder eigentlich ohne Dirty, einfach nur Quick, Leerzeichen und dann hier unten reinklicken, dann macht das automatisch. Also hier, das ist die, also die Space-Taste drücken und dann hier unten reinklicken, dann macht er automatisch Leerzeichen und Anführungsstrichen. Ja, genauso wie vor uns müssen Sie ihm jetzt noch sagen, in welchem Text suchen Sie nach dem Leerzeichen. Und das wäre im Prinzip der hier vorne. Und jetzt können Sie hier unten noch bei dem Parameter noch sagen, von wo wollen Sie anfangen zu suchen. Das ist wieder kein fettgedruckter Parameter, das heißt, da müssen Sie nichts eingeben. Und wenn Sie da nichts eingeben, dann fängt er einfach von vorne an zu suchen. Also ab dem ersten Zeichen, wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde 10, dann findet er hier nichts weiter, weil es gibt nur ein Leerzeichen. Ja. Macht in dem Fall keinen Sinn. Ja, deswegen. Deswegen sagt er dann 10, 11 oder 12, je nachdem, was ich hier eingebe. Achso, nee, er zeigt hier dann nichts mehr an, ne, weil er nichts mehr findet. Hier unten ist immer die Vorschau. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage 5, dann findet er den 9, weil ich immer noch vor der 8, vor der 9 bin. Mache ich 6, findet er auch den 9. Ab wann ich hier 10 eingebe, findet er nichts mehr, weil er dann quasi nach dem Leerzeichen, nach dem Leerzeichen sucht, wo keins mehr kommt. Wenn da noch eins käme, würde er das finden. Ja, wenn Sie zum Beispiel mehrere Leerzeichen haben in Ihrem Text, macht dieser Parameter Sinn. Ich gebe hier nichts ein, weil er so am Anfang an zu suchen. Wichtig ist auch hier nochmal der Hinweis, als erstes Zeichen müssen Sie ihm eine Zahl geben. Ja, ansonsten, wenn Sie hier wieder meinetwegen 0 reinschreiben würden, das kann er nicht verstehen. Ja, das muss als Zahl geliefert werden. Ja, wenn das funktioniert, gehen Sie, wenn Sie in so einer inneren Funktion sind, hier nicht einfach auf OK, sondern wechseln Sie danach in die äußere Funktion. Also ich sehe jetzt hier anhand der Vorschau ist nichts rot und er zeigt mir hier einen Wert an, der auch plausibel ist. Da weiß ich, okay, die innere Funktion funktioniert, zumindest in dieser Zeile. Jetzt wechsle ich in die äußere Funktion, das war die Funktion links. Hier sehen wir die innere Funktion, die wir eben gerade gemacht haben. Und hier sehe ich jetzt auch anhand der Vorschau, das sieht nicht schlecht aus. Ich habe noch einen Schönheitsfehler, wem fällt er auf? Den könnte ich noch korrigieren, wenn ich jetzt so ganz genau sein will. Ich habe noch ein Leerzeichen zu viel. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier hinter meine Funktion klicke, Anzahl der Zeichen, die mir die Zahl 9 liefert und dann in minus 1 eingebe, dann rechnet er 9 minus 1 und dann wäre ich wieder bei 8. Ja, jetzt sehe ich hier, das scheint zu funktionieren, zumindest hier in der ersten Zeile. Jetzt ist im Prinzip die 8, es wird es nicht einfach mehr eingegeben, es wird es quasi ermittelt in Abhängigkeit von der Position des Leerzeichens und jetzt kann ich auf OK gehen. Gehe auf OK und bekomme jetzt hier das entsprechend ausgewertet. Ich klicke nochmal rein zur Kontrolle, zum Beispiel hier in der Zeile 13, gehe nochmal auf den Assistenten und sehe hier, das ist auch sauber abgeschnitten, kein Leerzeichen zu viel. Also super Arbeit. Ich würde Sie mal bitten, machen Sie das Ganze mal mit der Stadt. Nee, Entschuldigung, nicht mit der Stadt, sondern mit der Hochschule. Und wer das hat, überlegt sich mal, wie macht man es beim Nachname und bei der Stadt. So, also Sie haben gesagt, ich gehe jetzt hier auf rechts. Ja, das ist erstmal gar nicht verkehrt. Das waren Sie schon mal in der richtigen Richtung. Wir kommen auch von der anderen Seite jetzt. Also gehen wir hier auf rechts und sagen, von wo wollen wir das holen? Also hier von dem Namen. Dann Anzahl der Zeichen. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Wenn wir von rechts kommen, dann will er die Anzahl der Zeichen von rechts wissen und nicht von links. Ja, also ich muss quasi jetzt von hier aus zählen. Und nie wie vorhin von links. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich gehe auf Finden, das haben Sie wahrscheinlich gemacht, ne? Finden Leerzeichen. Machen wir das mal, da sind Sie wahrscheinlich auf Finden gegangen. Haben Ihnen gesagt, Suchtext Leerzeichen, wo suchen Sie das hier?
Und dann zeigt er mir hier nichts an. Davor schau, gehen wir mal zurück. Dann kriegt man hier die 9. Und dann ist das natürlich, ja gut, das passt das zufällig. Das ist ein blödes Beispiel, aber anders hat es wahrscheinlich nicht geklappt. Ist das die falsche Position? Gehen wir mal hier auf OK, wenn Sie das sehen. Und hier kriegen wir jetzt das Problem, dass hier oben passt halt wieder zufällig, genauso wie vor uns, weil der zufällige Nachname 9 Zeichen hat. Aber hier unten passt nicht. Und ich werde es mal kurz demonstrieren, was Sie hier machen müssen. Dazu mache ich mal schnell einen Screenshot. So. Und hol mir mal den Text hier ran. So. Drin rummalen zu können. So. Hier ist mein Text. So. Und zwar, wenn ich jetzt hier, er möchte im Prinzip wissen, die Anzahl der Zeichen von rechts. Das will er wissen. Wenn Sie die Funktion finden verwenden, bekommen Sie allerdings die Zeichen von hier. Weil die arbeiten immer von links nach rechts, also in die Leserichtung. Und Frage ist, wie kommen Sie jetzt, wenn Sie das haben, wie kommen Sie zu dem? Ganz einfach, Sie ermitteln sich noch die Gesamtlänge des Textes. So, das macht die Funktion Länge. Das war die Funktion finden hier. Und wenn Sie rechnen Länge minus finden, kommen Sie genau zu dem. Logisch? Ja, das müssen Sie machen, wenn Sie von der anderen Seite kommen. Machen wir das mal. Ich blende es dann wieder aus. Also ich gehe jetzt wieder, ich will rauszoomen, gehe jetzt nochmal hier rein und korrigiere das Ganze. Ich lasse das hier einfach stehen, ja. Das war ja okay. Nur ich muss halt noch Länge, die Gesamtlänge vorher ermitteln. Und dazu klicke ich hier vor meine Funktion finden, gebe da ein Minuszeichen ein, klicke nochmal davor, dass der Cursor hier vorne blinkt. Und jetzt gehe ich hier auf weitere Funktionen, rufe hier die Länge auf, bleibt bei Text und ermittelt quasi die Gesamtlänge meines Textes. Gehe auf OK. Jetzt bin ich in der Funktion Länge drin. Sie sehen hier oben Länge minus finden steht jetzt hier. Und sagt der Funktion Länge noch, von welchem Text soll die Länge ermitteln? Na, von dem hier vorne. Jetzt bekomme ich quasi hier die Gesamtlänge. Das war 18. Und jetzt wissen Sie auch, warum das zufällig vorhin geklappt hat, ne? Weil 18 minus 8 und 9, das kommt auf dasselbe hinaus. Und gehe jetzt wieder auf die äußere Funktion zurück. Jetzt rechnet er hier die Gesamtlänge meines Textes minus dem hier vorne. Ja, also hier die Gesamtlänge schwarz minus den blauen ergibt dann genau den Rest hier hinten. Das müssen Sie machen, wenn Sie von der anderen Seite kommen. Ja, wenn Sie von links kommen, dann brauchen Sie diese Länge nicht mit einbauen. Wenn Sie allerdings von rechts kommen, muss man es halt auf diese Art und Weise machen. Ja, und jetzt sehe ich hier auch in der Vorschau, das sieht gut aus. Gehe auf OK und die Texte sind sauber getrennt. Also Ihr Ansatz war im Prinzip richtig, nur dass Sie halt noch vor die Funktion finden, die Funktion Länge setzen sollten. Und dann Gesamtlänge minus finden. Machen dasselbe nochmal, wenn Sie das geklappt hat mit der Stadt.